Als wir das erste Mal über Disco Elysium berichtet hatten, hieß das Spiel noch No Truth with the Furies. Schon damals war es ein Open-World-Rollenspiel, in dem man als Detective einen Mordfall lösen soll. Inzwischen wissen wir, dass es eins der besten Rollenspiele 2019 ist, vielleicht sogar das beste. Es hat im GameStar-Test 90 Punkte bekommen und bei vielen internationalen Kollegen teilweise sogar noch mehr. Was nun aber so toll an dem Spiel ist, ist gar nicht so leicht zu erklären, denn das ist ein ganz schön anspruchsvoller Titel. Es ist aber auch ein Titel, der den Namen Rollenspiel mal wieder wirklich verdient. Mein Kollege Fabiano hat das gespielt und kann mir jetzt erklären, warum verdient Disco Elysium den Namen Rollenspiel. Hallo Fabiano. Hi. Disco Elysium ist vor allem ein Rollenspiel, weil es schafft, wie kaum ein anderes Spiel oder ein anderes Rollenspiel, was in den letzten Jahren rausgekommen ist, unseren Charakter wirklich entwickeln zu lassen. Das Spiel weiß genau, wie man ein Rollenspiel gestalten muss, wie das Spieldesign funktionieren muss, damit unser Charakter im Laufe der Handlung sich verändert und dass wir auch das Gefühl haben, dieser Charakter, den ich jetzt gerade spiele, ist ein anderer Charakter als mein Nachbar oder mein Kollege. Weil Disco Elysium einfach mit seiner Anzahl an Skills und Entscheidungsmöglichkeiten dafür sorgt, dass wir unseren Charakter relativ frei gestalten können. Und das macht es besser als die meisten anderen Rollenspiele. Es macht die Sache aber auch recht kompliziert. Und da müssen wir, glaube ich, bei den Skills mal ansetzen. Die gibt es nicht nur zahlreich, sie sind auch ein bisschen ungewöhnlich und auch die Art und Weise, wie wir mit ihnen interagieren, ist ungewöhnlich. Zum Beispiel geht das Spiel los mit einem schwarzen Bildschirm, wo dann Text eingeblendet wird und dann spricht irgendwie unser altes Lizard Brain mit uns und danach spricht uns das limbische System an und wir sind erstmal irritiert. Hä? Wer redet da mit uns? Was ist da los? Aber man muss sich diese Skills wie Partymitglieder vorstellen, die in Dialogen mit einem reden und einem Sachen sagen, oder? Genau, also es ist schon so, dass man mit vielen Dingen redet, auch teilweise mit Objekten wirklich spricht, was ein bisschen darstellen soll, dass unser etwas gealterter und heruntergekommener Detektiv oder Polizist, also ja sogar, versucht, seine Gedanken zu äußern, versucht, sich innerlich darauf vorzubereiten und es sind mehr so Zwiegespräche zwischen ihm selbst. Und je nachdem, was gerade für die Situation angemessen ist, reden halt in seinem Kopf verschiedene Dinge mit ihm. Das sind ganz oft seine Skills eben, wie seine Logik, seine Willenskraft, seine Ausdauer, seine Wahrnehmung. Die Sachen bemerken halt, hier bin ich gefordert. Und wenn wir dann einen Skill-Check machen, und das Spiel präsentiert das auch alles sehr bildlich, dass wir halt wirklich sehen, da werden Würfel gewürfelt. Und je nachdem, wie die Skill-Überprüfung ausgeht, wird uns ein anderes Ergebnis dargelegt. Und dann heißt es halt, unsere Logik erzählt uns jetzt, was in dieser Situation vielleicht angemessen ist. Dass sie uns dann sagt, vielleicht solltest du jetzt gerade nicht unbedingt dazu übergehen, die Person dir gegenüber sofort unter Verdacht zu stellen. Sondern unsere Logik sagt dir, halt dich erstmal zurück, denk nochmal drüber nach, vielleicht ist es ja so. Und so interagieren wir halt mit unseren Skills, sie geben uns Ratschläge, aber sie können uns halt auch, sag ich mal, ein wenig in den Hintern treten, wenn wir einen Skillcheck nicht schaffen, wenn unser Skill nicht ausgebaut ist. Dann bekommen wir dann andere Informationen und teilweise kann es einfach ziemlich absurd und sogar lustig werden. Mein Spiel ist hervorragend geschrieben. Die größte Stärke von diesem Spiel wirklich, dass die Texte ausgezeichnet formuliert sind und dann kann es halt passieren, dass wir einen Skillcheck nicht schaffen und zum Beispiel gerade darüber nachdenken, uns einen falschen Namen auszudenken, aber weil wir einfach nicht klug genug oder nicht schlagfertig genug dafür sind, schlägt dann unser Verstand uns vor, ja, nenn dich doch Umberto und dann denken wir uns halt irgendeinen fantastischen, albernen Namen aus und wenn wir dann konsequent sind, ziehen wir diesen Namen auch durch und das macht dieses Spiel halt einfach hervorragend, lustig, mit viel Witz geschrieben, aber auch ernst und vor allem sprachlich auch recht anspruchsvoll. Can I help you? Das ist ein wichtiger Punkt, denn Disco Elysium gibt es derzeit nur auf Englisch, auch nur die wenigsten Spielelemente sind vertont. Ab und zu gibt es mal so einen einzelnen Satz, der dann eingesprochen wird, aber das meiste muss man tatsächlich lesen und bislang ist auch nur eine chinesische Übersetzung angekündigt, also es wird so bald keine deutsche Version geben. Muss man da wirklich sehr gute englische Kenntnisse haben? Also ich würde jetzt von mir selber nicht behaupten, ein Experte im Englischen zu sein. Ich verstehe es und ich finde die Texte meiner Einschätzung nach gut geschrieben. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass jemand, der Englisch nicht so alltäglich benutzt, wie ich es tue, dass der da wirklich teilweise Probleme bekommt. Ich glaube, das ist echt ein Nachteil, den wir hier in diesem Fall in Deutschland wirklich haben, dass es keine deutsche Übersetzung ist. Wobei man dazu sagen muss, selbst eine deutsche Übersetzung hätte es, glaube ich, schwer, weil das Spiel auf einem sprachlichen Niveau ist. Es liest sich wie ein Roman. Da reicht es oft nicht, einfach nur zu sagen, wir übersetzen das jetzt. Man muss verstehen, wie der Sprachfluss funktioniert, wie der Wortwitz funktioniert in diesem Spiel, wie der Humor allgemein funktioniert, um das Spiel adäquat übersetzen zu können.
Das heißt, selbst eine Übersetzung hätte es, glaube ich, recht schwer, um das zu übertragen. Das ist, glaube ich, ein Nachteil, den wir hier in Deutschland einfach haben. Du hast vorhin gesagt, man spielt in diesem Rollenspiel tatsächlich eine Rolle, was es eben auch zu einem eher ungewöhnlichen Rollenspiel macht, dass man so viele Möglichkeiten hat. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, wie unterschiedlich kann man dieses Spiel denn spielen? Also es geht schon mal damit los, dass man sich eine Klasse wählen kann, wie man es eigentlich auch aus anderen Rollenspielen kennt. Man kann seinen Charakter aber auch ziemlich frei gestalten. Da kriegt man halt Skillpunkte, die man auf die verschiedenen Eigenschaften verteilen kann. Und die Eigenschaften beeinflussen dann wieder verschiedene Talente. Und da kann man relativ frei am Anfang agieren. Also man kann sich sofort vom Fleck weg einen Detektiv erstellen, der ein Genie ist, aber halt überhaupt keine Empathie besitzt oder körperlich total heruntergekommen ist und überhaupt nichts leisten kann, physisch. Aber man kann auch eine ganz andere Herangehensweise wählen und sagen, mein Detektiv ist jemand, der es eher brachial will, der halt als erstes, sag ich mal, mit der Faust redet, bevor er seinen Kopf einschaltet. Und diese Möglichkeit hat man direkt zu Beginn. Aber was das eigentliche Faszinierende ist bei Disco Elysium, dass man sich am Anfang gar nicht so 100% festlegen muss, wer ist mein Detektiv. Weil anders als in anderen Rollenspielen bestimmen nicht nur deine Skills, welche Fähigkeiten du hast, sondern es gibt auch verschiedene Gedanken, die unser Charakter hat. Das heißt, unser Charakter kann nicht nur stark intelligent oder redegewandt sein, sondern er kann auch einfach obskure Theorien verfolgen und Kommunist werden oder er kann ein Moralist werden und dann ja, hält er halt jedem vor, was sie falsch gemacht haben oder er hegt plötzlich die Gedanken daran, vielleicht werde ich doch ein Hobo-Polizist, also ein obdachloser Polizist, der dann besondere Stärken daran hat, Flaschen von der Straße zu sammeln, einfach weil er es gewohnt ist und diesen Gedanken wirklich verinnerlicht hat. Und so gestalten wir unseren Charakter. Also während wir spielen, während wir Entscheidungen treffen, während wir mit unserem Gegenüber reden. Währenddessen entwickelt sich unser Charakter immer weiter. Also Disco Elysium merkt sich sehr, sehr viel, was wir tun. Und je nachdem, was wir uns halt aussuchen, konfrontiert es uns auch damit. Also es sagt dann irgendwann, wenn wir halt in Gesprächen oft, sag ich mal, einer Frau zur Seite gestanden sind, dann schlägt unser Gehirn uns irgendwann vor, willst du nicht ein Feminist werden? So entwickelt sich unser Charakter im Laufe der Geschichte immer weiter. Und gerade dieser politische Aspekt ist halt auch nochmal eine Besonderheit bei Disco Elysium. Also es gibt sehr viele verschiedene politische Richtungen, die man gehen kann oder halt auch einfach absurde Richtungen, wie halt dieser obdachlose Cop, der halt einfach kein Zuhause hat, auf der Straße lebt und immer ranzig angezogen ist und sich die Hucke vollhaut mit Alkohol. Und reagiert denn die Welt darauf auch so interaktiv, wie das jetzt gerade klingt? Die Welt reagiert auf das, was wir tun, durchaus und zwar meistens durch die Charaktere, mit denen wir sprechen. Also wir treffen sehr, sehr viele NPCs, führen sehr, sehr viele Gespräche. Es gibt keine Kämpfe in Disco Elysium, also alle Konflikte werden über Gespräche abgehandelt und unsere Gegenüber nehmen das wahr, wie wir uns geben, was unser Charakter ist. Und das spiegelt sich halt im Spiel wieder. Zum Beispiel gibt es Situationen, dass wir mit unserem Partner reden und der realisiert, dass wir jemand sind, der, sag ich mal, ungeduldig ist. Also man kann halt sich entscheiden, laufe ich, also gehe ich eher spazieren oder renne ich dahin? Und wenn wir halt den ganzen Tag durch die Stadt gerannt sind und am Ende des Abends auf dem Balkon stehen mit unserem Partner, und er raucht eine Zigarette und wir reden über den Fall, dann erwähnt er das und sagt halt, ey, mir ist aufgefallen, du bist den ganzen Tag rumgerannt. Sportlich für einen Mann deines Alters, aber gut, so bist du halt. Und das gibt einem Spieler das Gefühl, ey, was ich hier mache, das beeinflusst wirklich die Leute. Die Leute reden darüber und es kann sich halt auch noch viel weiter auswirken. Also alles in diesem Spiel ist irgendwie miteinander verzahnt. Die Geschichte, die Welt, der Fall, den wir lösen müssen, man muss ja einen Mordfall aufklären. Die Nebenquests sind da drin, wobei es keine traditionellen Nebenquests sind. Also man muss da teilweise absurde Wege gehen und sich sehr vom eigentlichen Handlungsstrang lösen. Zum Beispiel kann man dann einfach sagen, heute verbringe ich meinen Tag damit, nach Alkohol zu suchen, weil mein Charakter ein Alkoholiker ist und ohne den Schuss schafft er es einfach nicht. Und so entwickelt sich halt das Spiel immer weiter, die Welt wird immer reicher, egal was man tut, das Spiel geht weiter, es sei denn, die Lebenskraft sinkt auf Null oder die Moral unseres Detektivs ist irgendwann am Nullpunkt angekommen, dann endet das Spiel. Aber sonst geht das Spiel echt immer weiter und man hat wirklich das Gefühl, alles, was ich mache, hat auf was anderes Einfluss. So ausgreift, wie es da ist, trifft man das echt nur selten. Also das kenne ich irgendwie von Baldur's Gate oder Pillars, dass man Entscheidungen fällt und die wirklich nachtragend sind. Und hier ist es in einer Form gemacht, dass es ja einfach ein perfektes Rollenspiel ist. Meiner Meinung nach eines der besten Rollenspiele des ganzen Jahres bis jetzt. I can see you have a taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Du hast gerade gesagt, es gibt keine Kämpfe. Man führt halt unglaublich viele Gespräche. Also man hat sehr, sehr viel zum Lesen. Gibt es noch irgendeine andere Gameplay-Mechanik, außer dass man eben durch diese offene Stadt läuft, mit Leuten spricht und Orte untersucht? Gibt es irgendwas in Sachen Gameplay, was noch dazukommt? Also die Kernmechanik von Disco Elysium
sind eben die Skill-Checks. Ich finde es tatsächlich sehr gut, dass in Disco Elysium so offengelegt wird, wie, sag ich mal, das Regelwerk funktioniert, was im Hintergrund agiert. Also viele Rollenspiele versuchen das ja etwas zu kaschieren, dass man zum Beispiel nicht weiß, okay, was ist gerade passiert. Und Disco Elysium zeigt dir immer, welche Würfel du gerollt hast. Und das ist so die Kernmechanik. Man redet und während des Gesprächs werden im Hintergrund die ganze Zeit Skill-Checks durchgeführt und daraufhin bieten sich uns neue Gesprächsoptionen. An anderer Stelle müssen wir halt uns umsehen und halt gucken, was finden wir. Also man muss schon die Augen offen halten. Man kann zwar, wenn man Tab drückt, Sachen in der Welt hervorheben, aber man sollte schon einen gewissen Forscherdrang mit sich bringen. Also es reicht nicht, einfach nur seinen Questlog anzuschauen und zu sagen, da gehe ich jetzt hin. Vielleicht finde ich da was, sondern muss auch ein bisschen kreativ dann denken, sich in der Stadt wirklich umsehen, wo gehe ich rein. Und auch mal wirklich entscheiden, dieser Quest gehe ich jetzt nicht nach, weil, wie gesagt, alles hat Konsequenzen. Und das kann auch einen Rollenspieler, glaube ich, manchmal abschrecken, zu sehen, ich möchte diese Quest eigentlich machen, aber ist es klug in dieser Situation, diese Quest wirklich durchzuführen oder schadet sie mir langfristig? Und das bietet Disco Elysium. Abgesehen davon, ja, sag ich mal, ist es spieltechnisch dann doch eher überschaubar. Also man läuft rum, man spricht, man macht Skillchecks, man levelt seinen Charakter auf, man hat diese Gedanken, die den Charakter definieren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Skills zu verbessern mit Buffs, also durch Kleidung zum Beispiel, aber halt eben auch durch Gedanken, die man verinnerlicht hat, wo man sagt, okay, diese seltsame Rassentheorie, die ich da gerade gehört habe, der versuche ich weiter nachzugehen. Und wenn man das geschafft hat, bekommt man entweder einen Bonus, aber manchmal auch einen Nachteil, wenn es halt irgendwie ein Gedanke ist, der verstörend ist in irgendeiner Form. Wie gesagt, alles in diesem Spiel ist darauf ausgelegt, den eigenen Charakter glaubhaft zu machen, ihm eine Persönlichkeit zu geben, ihm Fähigkeiten zu geben und ihm die Möglichkeit zu geben, diesen Fall auch zu lösen und sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, weil er ist ein ziemliches Wrack am Anfang. Und auch in diesem Punkt kann man wirklich eingreifen und sagen, ich will nicht, dass mein Polizist von Anfang bis Ende ein versoffener Schweinehund ist, sondern mein Polizist hat eine Story-Arc, die dazu führt, dass er irgendwann sich bessert, dass er mit dem Alkohol aufhört und vielleicht sogar ein wirklich renommierter, kluger und tüchtiger Polizist wird. Oder man macht das Gegenteil und ja, säuft einfach weiter, bis man umfällt. Klingt auf jeden Fall nach einem Traum für, gerade auch für Pen-and-Paper-Spieler. Das ist ja im Grunde genommen das ausgelebt, was man in so einer Pen-and-Paper-Runde machen würde. Aber klingt, wie gesagt, auch schon nach einem Spiel, was recht anspruchsvoll ist und wo man auch ein bisschen verstehen kann, warum das vor dem Release auch teilweise schwer zu greifen war, wie das eigentlich funktionieren soll. Gerade so die ersten Beschreibungen jetzt über dieses Open-World-Detective-Ding mit diesen Skills und Körperteile, die mit einem reden, das war ein bisschen schwer zu fassen, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt wissen wir es genauer und jetzt wissen wir auch, warum dieses Spiel so hohe Wertungen verdient hat, auch bei uns bekommen hat. Und Fabiano, vielen Dank deshalb für die Erklärung zu Disco Elysium. Ja, gerne, hat mir Spaß gemacht.